erfreulich ist. Erfreulich ist, wenn man einen Schatz findet, oder? Nein, eigentlich nicht. Denn dann hat man jede Menge Ärger. Was die zwei hier machen, könnte bald illegal sein. Schatzsuche. Hört sich schwer nach Münze an. Marco ist 14. Seine Leidenschaft Münzen. Auf so einer Wiese wie hier in der Nähe von Buchlohe findet er öfter etwas, als man denken würde. Es ist eine Silbermünze von 1753, wenn ich richtig lese. Ein bayerischer Kreuzer. Mehr als 200 Jahre alt. Das kommt nicht oft vor. Da freut man sich sehr drüber. Auf Bayerns Fluren gibt's immer mehr Sondengeher. Die Geräte kosten nur noch ein paar hundert Euro. Tausende sollen inzwischen damit auf Schatzsuche sein. Buddeln, freie Natur. Es ist einfach das Kind im Manne, ja, das da geweckt wird. Und natürlich, großes Vorbild, Indiana Jones. Aber er ist halt nicht der einzige Indiana Jones. Der Grund? Bayerns Boden ist voller Schätze, weil hier schon immer Völker durch- und eingewandert sind. Kelten, Römer, die brachten sogar schon Syrer mit, Alemannen, Goten, Hunnen. Sie alle ließen etwas zurück. Ihre Kultur und vor allem jede Menge Ketten, Ringe, Gold, Silber, Waffen. Und das Schöne für den Sondengeher in Bayern, hier gehört ihm, was er findet. Noch. Denn das wollen Kultusministerium und Denkmalamt jetzt ändern. Ganz im Sinne der Archäologen. Hier graben sie in einer 3000 Jahre alten Siedlung in der Nähe von Straubing. Anders als den Hobbyschatzsuchern geht es ihnen darum, aus dem Boden die Geschichte Bayerns wissenschaftlich herauszulesen. Wie schaut es aus? Ist es ein Grab? Ist es ein Siedlungsfund und so weiter? Also diese Vielzahl der Informationen, die für uns einfach wichtig ist, um letztendlich hier auch unsere Rückschlüsse ziehen zu können, gehen für uns dann komplett verloren. Wenn ein Sondengeher schon vorher da war. Solche Tongewichte etwa verraten, hier wurden schon vor rund 3000 Jahren aufwendige Stoffe gewebt. Eine Kulturtechnik, die damals wohl über die Balkanroute nach Bayern kam. Tatsächlich hat man im Moment fast den Eindruck, dass diese Bevölkerungsbewegung, die jetzt so von Afghanistan, von Syrien heraufkommt, eine erstaunliche Parallele zu einem Ereignis hat, das vor vielen tausend Jahren vergangen ist. Der Bullenheimer Berg in Unterfranken, einst eine riesige Keltenschanze. Heute finden die Archäologen hier kein einziges Stückchen Metall mehr. Sondengeher haben ihn komplett geplündert. Obwohl es in Bayern verboten ist, auf Bodendenkmälern zu graben. In Internetforen tauschen sich Schatzsucher über ihre Funde aus. Wir haben viele von ihnen angefragt. Öffentlich reden will keiner. Tausende Schatzsucher. Und dem Denkmalamt wurde im letzten Jahr gerade mal ein Dutzend Funde gemeldet. Der Michelsberg im Altmühltal. Erst am Sonntag hat Archäologe Karl-Heinz Rieder illegale Grabungen entdeckt. Ja, ja, da haben wir noch mal eins, ein großes. Hier ist Sondeln verboten. Und trotzdem, anders als seine Fachkollegen, hält er nichts von den Plänen, das Gesetz zu verschärfen. Da ist das Amt oder diejenigen, die an diesen Überlegungen arbeiten, die sind in der Realität nicht angekommen. Also ich meine, die Realität ist, Sondengeher lassen sich nicht mehr eliminieren. Die wird es immer geben. Er will lieber die Zusammenarbeit mit den Sondengehern. Anders als die Amtsarchäologen finden die viel mehr. Sie müssten nur ehrlich sein und es auch melden. Und die Archäologen deren Arbeit auch anerkennen. Und was finden Sondengeher so auf einer normalen Wiese in Bayern? Einen Knopf aus Arsenbronze, 200 Jahre alt. Eine Schuhschnalle, Münzen, ein Haufen Metall. 5 Stunden waren Ingo und Marco unterwegs. Was machen sie, wenn die Gesetze in Bayern jetzt doch bald verschärft werden? Ich denke, dass noch mehr Sondengänger in die Illegalität abdriften werden. Wohl wahr. Auch wenn so ein strenges Gesetz nächstes Jahr wirklich kommt, aufhören, Schätze zu suchen, werden die Sondengeher bestimmt nicht. Das kommt nicht oft vor. Da freut man sich sehr drüber.
Auf Bayerns Fluren gibt's immer mehr Sondengeher. Die Geräte kosten nur noch ein paar hundert Euro. Tausende sollen inzwischen damit auf Schatzsuche sein. Buddeln, freie Natur. Es ist einfach das Kind im Manne, ja, das da geweckt wird. Und natürlich, großes Vorbild, Indiana Jones. Aber er ist halt nicht der einzige Indiana Jones. Der Grund? Bayerns Boden ist voller Schätze, weil hier schon immer Völker durch- und eingewandert sind. Kelten, Römer, die brachten sogar schon Syrer mit, Alemannen, Goten, Hunnen. Sie alle ließen etwas zurück. Ihre Kultur und vor allem jede Menge Ketten, Ringe, Gold, Silber, Waffen. Und das Schöne für den Sondengeher in Bayern, hier gehört ihm, was er findet. Noch. Denn das wollen Kultusministerium und Denkmalamt jetzt ändern. Ganz im Sinne der Archäologen. Hier graben sie in einer 3000 Jahre alten Siedlung in der Nähe von Straubing. Anders als den Hobbyschatzsuchern geht es ihnen darum, aus dem Boden die Geschichte Bayerns wissenschaftlich herauszulesen. Wie schaut's aus? Ist es ein Grab? Ist es ein Siedlungsfund und so weiter? Also diese Vielzahl der Informationen, die für uns einfach wichtig ist, um letztendlich hier auch unsere Rückschlüsse ziehen zu können, gehen für uns dann komplett verloren. Wenn ein Sondengeher schon vorher da war. Solche Tongewichte etwa verraten, hier wurden schon vor rund 3000 Jahren aufwendige Stoffe gewebt. Eine Kulturtechnik, die damals wohl über die Balkanroute nach Bayern kam. Tatsächlich hat man im Moment fast den Eindruck, dass diese Bevölkerungsbewegung, die jetzt so von Afghanistan, von Syrien heraufkommt, eine erstaunliche Parallele zu einem Ereignis hat, das vor vielen tausend Jahren vergangen ist. Der Bullenheimer Berg in Unterfranken, einst eine riesige Keltenschanze. Heute finden die Archäologen hier kein einziges Stückchen Metall mehr. Sondengeher haben ihn komplett geplündert. Obwohl es in Bayern verboten ist, auf Bodendenkmälern zu graben. In Internetforen tauschen sich Schatzsucher über ihre Funde aus. Wir haben viele von ihnen angefragt. Öffentlich reden will keiner. Tausende Schatzsucher. Und dem Denkmalamt wurde im letzten Jahr gerade mal ein Dutzend Funde gemeldet. Der Michelsberg im Altmühltal. Erst am Sonntag hat Archäologe Karl-Heinz Rieder illegale Grabungen entdeckt. Ja, ja, da haben wir noch mal eins, ein großes. Hier ist Sondeln verboten. Und trotzdem, anders als seine Fachkollegen, hält er nichts von den Plänen, das Gesetz zu verschärfen. Da ist das Amt oder... Was die zwei hier machen, könnte bald illegal sein. Schatzsuche. Hört sich schwer nach Münze an. Marco ist 14. Seine Leidenschaft? Münzen. Auf so einer Wiese, wie hier in der Nähe von Buchlohe, findet er öfter etwas, als man denken würde. Es ist eine Silbermünze von 1753, wenn ich richtig lese. Ein bayerischer Kreuzer. Mehr als 200 Jahre alt. Ja. Das kommt nicht oft vor. Da freut man sich sehr drüber. Auf Bayerns Fluren gibt's immer mehr Sondengeher. Die Geräte kosten nur noch ein paar hundert Euro. Tausende sollen inzwischen damit auf Schatzsuche sein. Buddeln, freie Natur. Es ist einfach das Kind im Manne, ja, das da geweckt wird. Und natürlich, großes Vorbild, Indiana Jones. Aber er ist halt nicht der einzige Indiana Jones. Der Grund? Bayerns Boden ist voller Schätze, weil hier schon immer Völker durch- und eingewandert sind. Kelten, Römer, die brachten sogar schon Syrer mit, Alemannen, Goten, Hunnen. Sie alle ließen etwas zurück. Ihre Kultur und vor allem jede Menge Ketten, Ringe, Gold, Silber, Waffen. Und das Schöne für den Sondengeher in Bayern, hier gehört ihm, was er findet. Noch. Denn das wollen Kultusministerium und Denkmalamt jetzt ändern. Ganz im Sinne der Archäologen. Hier graben sie in einer 3000 Jahre alten Siedlung in der Nähe von Straubing. Anders als den Hobbyschatzsuchern geht es ihnen darum, aus dem Boden die Geschichte Bayerns wissenschaftlich herauszulesen.
Wie schaut es aus? Ist es ein Grab? Ist es ein Siedlungsfund und so weiter? Also diese Vielzahl der Informationen, die für uns einfach wichtig ist, um letztendlich hier auch unsere Rückschlüsse ziehen zu können, gehen für uns dann komplett verloren. Wenn ein Sondengeher schon vorher da war. Solche Tongewichte etwa verraten, hier wurden schon vor rund 3000 Jahren aufwendige Stoffe gewebt. Eine Kulturtechnik, die damals wohl über die Balkanroute nach Bayern kam. Tatsächlich hat man im Moment fast den Eindruck, dass diese Bevölkerungsbewegung, die jetzt so von Afghanistan, von Syrien heraufkommt, eine erstaunliche Parallele zu einem Ereignis hat, das vor vielen tausend Jahren vergangen ist. Der Bullenheimer Berg in Unterfranken, einst eine riesige Keltenschanze. Heute finden die Archäologen hier kein einziges Stückchen Metall mehr. Sondengeher haben ihn komplett geplündert. Obwohl es in Bayern verboten ist, auf Bodendenkmälern zu graben. In Internetforen tauschen sie